Hallo, willkommen zu diesem Video aus dem Bereich Ebene Geometrie und einer Aufgabe über Flächeninhalte. Lesen wir zunächst die Angabe. Hier steht ein Quadrat mit der Seitenlänge 1, hier gezeichnet, und ein Viertelkreis mit Radius 1 sind dargestellt. Das Quadrat sieht man, den Viertelkreis werde ich einfach mal kurz nachzeichnen, dass also in dieses Quadrat hineingezeichnet. Nun die Frage. Welcher relative Anteil der Quadratfläche ist grau markiert? Das Wort relativer Anteil oder der relative Anteil gibt die Größe dieser grauen Fläche bezogen auf die Gesamtfläche des Quadrates an. Wir haben aber hier Glück, dass die Seitenlänge des Quadrates ist eine Einheit und damit ist auch die Quadratfläche eine Flächeneinheit. Wir müssen also quasi die Fläche, die wir für den grauen Bereich erhalten, 1 dividieren. Das macht eine zusätzliche Arbeit. Bevor man mit solchen Aufgaben beginnt, ist es immer sinnvoll, eine Schätzung abzugeben. Was schätzt ihr, welcher relative Anteil dieser Quadratfläche ist denn hier grau markiert? Lasse ich mal kurz Zeit, euch eine Schätzung zu überlegen. Keine Ahnung, worauf ihr gekommen seid, aber ich würde sagen, alle Schätzungen im Bereich von ein Fünftel bis ein Drittel oder, keine Ahnung, zwischen 20 und 30% sind durchaus realistisch. Also irgendetwas in dieser Größenordnung für den relativen Anteil sollten wir herausbekommen. Okay, versuchen wir die Aufgabe nun zu rechnen. Woraus setzt sich diese graue Fläche zusammen? Ihr seht, das ist ein Viertelkreis, von dem ein rechtwinkliges Dreieck, das ich hier blau schraffiere, abgeschnitten wurde. Das heißt, die grau markierte Fläche, das ist übrigens ein Segment, also ich und da die Fläche des Segmentes erhalte ich, indem ich die Fläche Viertelkreises minus den Flächeninhalt dieses rechtwinkligen Dreiecks berechne. Damit bekomme ich für die Segmentfläche folgende Formel. Die Fläche des Viertelkreises, ein Viertel der Kreisfläche, Kreisfläche des Kreises ist r² mal Pi und hier habe ich einen Viertelkreis, das heißt geteilt durch 4. Minus und diese Fläche des rechtwinkligen Dreiecks ist die halbe Fläche des Quadrates, also ein halb. Fläche des Quadrates ist die 1, damit ist diese Dreiecksfläche ein halb. Ich setze noch für den Radius den 1 ein, der gegeben ist, also 1 Quadrat mal Pi gibt Pi Viertel. Minus, damit ich das halbe subtrahieren kann, bringen wir es auch auf Viertel, also minus 2 Viertel. Und das ergibt Pi minus 2. Viertel. Und wir schauen hier oben, diese Lösung gibt es sogar. Die zweite dieser Lösungen stimmt also mit meinem Ergebnis überein. Vielleicht noch ganz kurz, stimmt das auch mit unserer Schätzung überein? Wie viel ist denn das ungefähr? Pi minus 2 Viertel. Pi ist ja ein bisschen mehr als 3. 3 minus 2 ist ungefähr 1. Ungefähr ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel. Und das liegt auch im Bereich unserer Schätzung und ist somit ein sinnvolles Ergebnis. Damit haben wir diese Aufgabe gelöst.